Hallo liebe Freunde des entspannten Laufens, hallo liebe Barfußschüler. Ein häufiges Problem beim Barfußlaufen ist, dass der Schuh, der Barfußschuh, ja überhaupt keine Stützen hat. Überhaupt keine Dämpfung. Und das klingt erstmal schön, so dass man sich selber das alles erarbeiten darf, dass man selber die Muskulatur aufbauen kann und selber die Stabilität bringt. Aber wenn die noch nicht da ist, dann wird sie auch nicht aus dem Nichts einfach so entstehen. Und dadurch laufen wir dann schnell mal so ein bisschen nach innen, überpronieren. Also da ist tatsächlich die Gefahr gegeben, die man im herkömmlichen Schuhladen und in der Schuhberatung auch immer wieder gesagt bekommt. Überpronation, das Übereindrehen mit einem Kollabieren des Knies nach innen, Hüftprobleme, Rückenprobleme etc. Wir sagen gern, das ist der große Zeh, der dafür mitverantwortlich ist, ich ziehe mal den Schuh aus, mit dafür verantwortlich ist, wenn der zu eng steht an den anderen dran, dass der Fuß einknickt. Dafür gibt es die Toga-Übungen, den großen Zeh nach oben zu ziehen, die anderen runter, den großen Zeh nach unten zu drücken, die anderen hoch. Und das alleine reicht aber nicht, um den Zeh auch wieder ein bisschen mehr zur Körpermitte hinzubekommen. Hierfür eignet sich folgende Übung, und zwar: stellst du deinen Fuß locker vor dich hin und dann drückst du den großen Zeh so ein bisschen in den Boden und ziehst dann den Fuß, rotierst du dann so ein bisschen nach außen, sodass der große Zeh in so eine Abduktionsstellung kommt, in die Varusstellung. Und in dieser Stellung hältst du jetzt den Fuß so 20 Sekunden. Also, das waren jetzt 10 Sekunden, aber ungefähr 20 Sekunden, dann lockerst du wieder und spürst mal nach. Es kann sein, dass es jetzt hier an der Fußseite so ein bisschen zieht. Dann wiederholst du das Ganze, drückst wieder den Zeh in den Boden, drehst den Fuß so ein bisschen raus, sodass der Fuß im besten Falle, wenn er hier ein bisschen besser halten wird auf dem Boden, sich in der Varusstellung befindet. Und auch hier spürst du vielleicht die Dehnung wieder, dass der Fuß in die Abduktion gerät. Dehnung hier. In diesem Bereich. In diesem Bereich sitzt der Abductor hallucis, das heißt der Zeh-Muskel, der den großen Zeh nach außen bringt. Wenn man den jetzt ein bisschen mehr spürt durch diese Übung, kann man dann versuchen, bei der nächsten Toga-Übung, wo man den großen Zeh abhebt, ihn dann aktiv über den Abductor hallucis aktiv in die Varusstellung zu bringen und ihn dahin zu stellen, so dass er da breit steht, der Fuß. Ich habe jetzt keine breiten Füße, generell nicht, aber sie sind viel breiter, als sie mal waren. Und dadurch wird der Fuß am Einknicken hier gehindert und die Überpronation wird ein bisschen verhindert. Wenn man das Ganze, ich gehe mal ein bisschen weiter nach vorne, hier habe ich gleich mehr Halt. Wenn man das Ganze noch ein bisschen steigern möchte und also den großen Zeh aktiv dorthin gestellt hat, kann man jetzt auch nochmal auf die Zehenspitzen gehen und so ein bisschen wippen, ohne die Ferse ganz abzusetzen. Das verstärkt das Gefühl noch ein bisschen. In der Regel steht der Fuß danach ein bisschen breiter auf dem Boden und dennoch solltest du darauf verzichten, später beim Gehen oder beim Laufen aktiv immer den großen Zeh hier runter zu bringen. Viel wichtiger wäre dann, wieder loszulassen und ganz normale Schritte zu machen, aber eben mit einem leicht aktiveren Zeh. Das kannst du dann das Ganze mitnehmen, in deinen Schuh transportieren. Das heißt, dieses Gefühl im Zeh wandert mit und dann schaffst du es vielleicht auch, immer mal wieder dran zu denken, im Stehen vor allen Dingen, den großen Zeh in die Abduktion zu bringen. Wenn dir das nicht gelingt, dann ist eventuell der Schuh nicht passend gewählt. Da musst du eine Nummer größer wählen, wenn der Zeh da keinen Platz hat. Ich bin mit den Eilerschuhen, die ich ja auch vertrete in Deutschland, sehr zufrieden. Da habe ich immer genug Platz für den großen Zeh, auch noch um den in die Abduktion zu bringen, weil der Schuh von hier an schon in die Varusstellung geht. Ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Wir laden dich herzlich ein, in der Barfußschule am 6.4. in den Basis-Workshop zu kommen nach Köln für, ich glaube, 79 Euro oder am 7.4. in den Lauf-Workshop zu kommen. Das ist dann für 99 Euro, glaube ich. Oder wenn es dich noch mehr interessiert, selber
dich zum Coach ausbilden zu lassen, dann am 29.05. bis 1.06. in der Alanus Hochschule in Alfter. Abonniert gerne den Kanal, guckt auch mal in den Barfußschule Podcast rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Restwochenende. Bis bald, euer Pelle. Tschüss. Punktlandung. Hallo. Hallo.